Name ist Sophie und ich gehe auf das Gymnasium an der Fechte in Emlichheim. Mein Buch heißt Nala, der Hexenberg und ist im Fantasy Verlag erschienen. Die Autorin heißt Gabriela Proksch-Bernabé und illustriert wurde das Buch von Claudia Martina Rauber. Hauptperson Nala und ihre beste Freundin Rosalie haben sich im letzten Sommer in den Reiterferien kennengelernt. Dort entdeckte Nala einen magischen Steinkreis, mit dem sie in eine Zauberwelt gelangen konnte. In dieser Zauberwelt traf sie die Schamanin Blaue Feder, die Nala den Namen Sternträumerin und Rosalie den Namen Feuerwolf gab. Ich lese aus dem Teil vor, in dem Nala Rosalie von ihrem Traum erzählt. Hilfe! Zu Hilfe! Durch ihren eigenen Schrei geweckt, schreckte Nala aus dem Schlaf. Was ist los? Hör auf zu schreien. Ist ja gut, versuchte Rosalie, ihre Freundin zu beruhigen. Das war doch alles nur ein Traum. Das Mädchen schluchzte auf und ihr ganzer Körper bebte. Sie warf sich von einer auf die andere Seite ihres Bettes. Ich, stotterte Sternträumerin verwirrt. Es fühlte sich so echt an. Gut, dass wir im selben Zimmer schlafen, so durcheinander wie du bist, fand Rosalie. Nur mühsam brachte Nala ihre Gedanken unter Kontrolle. Die wilde Jagd hat uns verfolgt, mit Schwertern und Fackeln. Sie haben uns gefangen und eingesperrt, die Hütte angezündet. Es war so furchtbar, Rauch überall. Langsam, schön der Reihe nach. Mit sanfter Stimme versuchte Feuerwolf herauszufinden, was ihre Freundin so durcheinander brachte. Stammelnd erzählte Nala, wir sind geritten, finstere Nacht. Zuerst war alles gut, wir hatten Spaß, fühlten uns sicher. Wolfsherz ritt auf Wakanda, du mit Gandalf, Emmanuel of Wraith, seiner Stute in der Zauberwelt. Klingt bisher nicht schlecht, da wäre ich gern dabei gewesen. Du bist dabei gewesen, stöhnte Nala. Aber warum sprichst du von der wilden Jagd, wollte Rosalie wissen. Ich kenne bloß alte, gruselige Geschichten darüber. Ein Heer von Geistern auf Pferden und mit Hunden zieht durch die Nacht. Sie sind Seelen, die keinen Frieden finden, auf der Suche nach Rache. Igitt, das hast du gesehen? Naja, sowas ähnliches. Vielleicht lässt du mich einmal ausreden? Nala hatte sich zumindest so weit beruhigt, dass sie sprechen konnte. Okay, dann schieß los. Also, wie gesagt, zuerst sind wir einfach gemeinsam im Wald gewesen. Alles war ganz normal. Total normal, als ob wir jede Nacht locker mit unseren Pferden unterwegs wären. Rosalie schüttelte den Kopf. Was du eben unter normal verstehst. Geht's wieder? Darf ich weitererzählen? Nala holte tief Luft. Zuerst hört man so etwas wie Kettenrasseln, Keuchen, wütendes Gekläffe. Brüh, da schüttelt es nicht richtig. Immer lauter, immer näher kam der tosende Lärm, bis ein kopfloser Reiter zwischen den Bäumen auftauchte. Hinter ihm ein ganzer Tross unheimlicher Gestalten. Igitt, was für ein Albtraum. Rosalie klammerte sich an ihre Bettdecke. Es kommt noch schlimmer. Wir sind geritten, so schnell es ging, hatten aber keine Chance zu entkommen. Na, das Gesicht verfinsterte sich. Kennst du diese Art Traum, in dem du panisch rennst und nicht vom Fleck kommst? Rosalie nickte zustimmend. Und wie ging's weiter? Totales Chaos. Wir flüchteten in eine Hütte, bevor es zu rauchen begann. Dann bin ich von meinem eigenen Schrei aufgewacht. Nala umarmte ihre Freundin. Es war grauenhaft.